Feierstunde im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 12 Bürgerinnen und Bürger erhalten an diesem Abend den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement. Ob es um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung, die berufliche Eingliederung und den Erhalt von Arbeitsplätzen oder um Projekte für sozial Benachteiligte geht. Hier werden besondere Menschen geehrt, deren Einsatz unsere Gesellschaft reicher macht. Sie drängen nicht ins Rampenlicht, aber sie sind trotzdem Vorbild, weil sie Mut und Kraft und Ansporn für andere sind, weil sie Vertrauen, Nächstenliebe und mehr Menschlichkeit geschaffen haben in unserem Land. Silvia Becker setzt sich in Erfurt seit über 25 Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderung ein und hat ein dichtes Netzwerk aus Einrichtungen aufgebaut, bei denen die eigenverantwortliche Lebensgestaltung im Vordergrund steht. Liebe Frau Becker, mit Ihrem Verein helfen Sie mit, ein inklusives, selbstbestimmtes Leben von der Ausnahme zur Regel zu machen. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Silvia Becker. Sport verbindet Menschen und füllt den Inklusionsgedanken mit Leben. So engagiert sich Hans-Jürgen Seibke im westfälischen Hamm für das sportliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Lieber Herr Seibke, Sie haben es nicht nur geschafft, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen. Sie haben die Menschen, denen Sie begegnen, stark gemacht und Vorurteile abgebaut. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Hans-Jürgen Seibke. Assistenzhunde als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Dafür steht Sabine Hecker. Sie hat vor über 20 Jahren in Berlin einen Verein gegründet, der bis heute Menschen und Tiere zu perfekten Teams macht. Ein Behindertenbegleithund kann zum Türöffner werden. Er leistet praktische Hilfe, weicht nicht von der Seite und schenkt jeden Tag ein Stück Selbstständigkeit, um mittendrin im Leben zu sein. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Sabine Hecker. Dass es im thüringischen Eisenach gut funktionierende Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gibt und gleichzeitig von Kindheit an das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ganz normal ist, verdankt die Stadt Inge Weigel. 50 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen, wo sie gebraucht werden, ohne den Betreuten ihren Freiraum zu nehmen. Das war ihnen immer besonders wichtig. Denn der Grundsatz ihres Verbandes lautet, so viel Hilfe wie nötig und so viel Selbstbestimmung wie möglich. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Inge Weigel. Ob Abiturient, Hauptschüler oder Flüchtling, Jürgen Janku aus dem bayerischen Murnau vergibt seine Ausbildungsplätze nicht nach Zeugnisnoten. Bei ihm erhält jeder die Förderung, die er verdient. Und der Erfolg gibt ihm recht. Lieber Herr Janku, Ihr unternehmerisches und soziales Wirken ist vorbildlich und unterscheidet sich deutlich von anderen. Denn Sie fragen nicht, woher jemand kommt und was er vorher war. Sie haben allein die Zukunft der jungen Menschen im Blick. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Jürgen Janku. Gute Ausbildung im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Dafür steht Heinz Junge. Er hat bereits über 70 Unternehmen und hunderte junge Menschen zusammengebracht, damit die Fachkräfte von morgen in ihrer Heimat eine berufliche Perspektive haben. Sie zeigen, Herr Junge, wie wertvoll eine Vertrauensperson ist, die in alle Richtungen vermittelt, damit der Start ins Berufsleben gelingt. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Heinz Junge. Soziale Unternehmen gründen, Verantwortung übernehmen, Ideen umsetzen. Das ermöglicht Norbert Kunz in Berlin. Er hilft jungen Menschen beim Weg in die Selbstständigkeit. Lieber Herr Kunz, Sie zeigen jungen Menschen, wie sie sich eine Zukunft aufbauen können und wie sie einen Platz in unserer Gesellschaft finden können. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Norbert Kunz. Bei Sina Trinkwalder in Augsburg arbeiten Menschen zusammen, die unterschiedlicher nicht sein können. Hier bekommt jeder eine Chance, auch wenn der Start noch so schwierig ist. Sie, sehr geehrte Frau Trinkwalder, Sie haben
sich von Anfang an mit ihrer Textilmanufaktur bewusst für die Menschen entschieden, die viele aufgrund ihres Alters oder fehlender Ausbildung oder sonstiger dunkler Flecken im Lebenslauf nicht nehmen oder abgelehnt haben. Sie geben insbesondere jungen Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen die Chance, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und damit auch wieder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Sina Trinkwalder. Ob Weltklasse-Sportler oder Flüchtlingskind, Marvin Willoughby in Hamburg trainiert sie alle. Er nutzt die integrative Kraft des Sports und gibt damit jungen Menschen Halt und Selbstvertrauen. Wenn die Jugendlichen in einer Mannschaft spielen und regelmäßig gemeinsam trainieren, wenn sie erleben, dass es auf sie ankommt, dann tanken sie Selbstvertrauen. Dann lernen sie, respektvoll miteinander umzugehen. Dann übernehmen sie auch Verantwortung. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Marvin Willoughby. Gut ankommen in Deutschland. Dafür steht Sadia Klepo in München mit ihrem Verein Hilfe von Mensch zu Mensch. Und das nicht erst seit dem aktuellen Flüchtlingsstrom, sondern seit mehr als 20 Jahren. Liebe Frau Klepo, Sie sind für unser Land ein Glücksfall. Denn Sie wissen, worauf es in der jetzigen Situation ankommt. Wissen, welche Maßnahmen helfen und wie schnell Hilfe organisiert werden muss. Es ist praktizierte Nächstenliebe. Und es ist ein Segen für die Zuwanderer, die zu uns kommen. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Sadia Klepo. Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern eine gute Zukunft ermöglichen. Das ist der Anspruch von Herbert Weimer und dem von ihm gegründeten christlichen Jugendzentrum in Oranienburg bei Berlin. Sie haben Menschen gewonnen und überzeugt. Sie haben in ihrer Heimatstadt einen Ort der Begegnung geschaffen, der das Leben in Oranienburg lebenswerter macht. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Herbert Weimer. Sia Farsin kam in den 70er Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Seit dieser Zeit setzt er sich dafür ein, dass Menschen aus anderen Ländern in seiner Wahlheimat im niedersächsischen Edewecht und im ganzen Landkreis Ammerland einen guten Start haben. Sie fördern ein Klima, das eben wegkommt von diesem Gefühl des Ausgeschlossenseins hin zum Dazugehören. Ein Klima für Toleranz und wechselseitigen Respekt. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Sia Farsin. Menschen auszeichnen, die sich in besonderer Weise für unsere Gesellschaft einsetzen. Das ist der Grundgedanke des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die 12 Ordensträgerinnen und Ordensträger zeigen, wie vielfältig soziales Engagement in Deutschland ist. So bildet die Feier im Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen passenden Rahmen, um dafür Danke zu sagen.